Forschungs- und Entwicklungsprojekt der Hochschule Karlsruhe. Im Rahmen des Forschungs- und Entwicklungsprojekts des Masterstudiengangs Mechatronik wurde im Sommersemester 2020 ein Nifty Viewer für die Anbindung an eine künstliche Intelligenz entwickelt. Ziel des Nifty Viewers ist es, Nifty-Dateien als 3D-gerenderte Objekte darstellen zu können. Nifty ist ein Datenformat, um Voxeldaten, die beispielsweise mittels CT-Scannern gewonnen werden, komprimiert abzuspeichern. Da der Nifty Viewer als Analysetool für die Entwicklung einer künstlichen Intelligenz dienen soll, ist eine Anbindung als API notwendig. Mithilfe der künstlichen Intelligenz sollen Fehlstellen in Bauteilen erkannt werden. Daher ermöglicht der Viewer die Darstellung von bis zu 3 Nifty-Dateien. Zusätzlich können Farb- und Transparenzeinstellungen geändert werden. Um innenliegende Strukturen zu analysieren, kann das gerenderte Volumen in verschiedene Ebenen zugeschnitten werden. Zum Vergleichen der Ergebnisse können bequem Screenshots der aktuellen Einstellungen vorgenommen werden. Der Nifty Viewer ermöglicht so ein Weiterentwickeln der künstlichen Intelligenz.